Kohletreffen in Spremberg. Am 15. August wird es in Spremberg einen großen Kohlegipfel geben. Eingeladen sind Vertreter aller vom Kohleausstieg betroffener Kommunen. Gäste aus dem Lausitzer, dem Mitteldeutschen und dem Rheinischen Revier werden erwartet. Gemeinsam wolle man über notwendige Schritte im Strukturwandel sprechen. Die Kräfte der Reviere sollen dabei gebündelt werden. Initiative fordert Blechenkarree Akteneinsicht. Die Bürgerinitiative Schönes Cottbus und unser Cottbus-Stadtverordneter Frank Mittag wollen mehr Transparenz im Streit um die Brachfläche in der Innenstadt. So berichtet die Lausitzer Rundschau, dass sie einen entsprechenden Antrag eingereicht haben. Der soll die Einsicht der entsprechenden Akten ermöglichen. Man erhoffe sich so, Gründe gegen eine Bebauung zu finden, die bisher noch niemand gesehen habe. Diskussion über braune Spree. Die Spree soll wieder sauber werden. Das hat sich das Aktionsbündnis Klare Spree vorgenommen. Um über mögliche Maßnahmen zu sprechen, wird es am 14. August eine Diskussionsrunde im Spremberger Georgenberg-Hotel geben. Eingeladen sind dann mehrere Landtagskandidaten aus Brandenburg und Sachsen. Auch das zukünftige Wassermanagement soll Thema sein. Los geht es um 18 Uhr.